Schön, dass Sie da sind, Dr. Schädler. Ja, jetzt ist Friederike seit über 40 Jahren tot und eben sehen wir Sie inzwischen auch am Grab Ihres Vaters stehen. Für wen oder für was kämpfen Sie da jetzt noch? Ja, Gott sei Dank hat die ältere Schwester von Friederike, Susanne von Möhlmann, nach langem Zögern, kann man sagen, mir das Mandat gegeben. Sie hat sich mit ihrem Vater ausgesöhnt. Mhm. Auch 2 Jahre praktisch, bevor er dann verstorben ist. Sie waren auch eine Zeit lang auch sehr uneinig darüber, ob man diesen Kampf führen sollte. Mhm. Susanne hatte ursprünglich so das Gefühl, man muss zur Ruhe kommen. Man muss irgendwann mal loslassen und kann nicht immer diesem Fall nachjagen. Und dann kam das praktisch zu einer Aussprache zwischen Vater und Tochter. Und ich habe auch sehr lange mit Susanne gesprochen. Und sie war dann Gott sei Dank bereit, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten und mir das Mandat zu übergeben. Sonst wäre ich aus dem Verfahren auch raus gewesen. Ja. Ja, mit dem Tod des Nebenklägers, also mit dem Tod von Hans von Möhmann, hätte ich im Prinzip das Verfahren nicht weiter verfolgen dürfen. Also sprechen Sie jetzt auch in Ihrem Namen, im Namen der Schwester? Ich spreche jetzt ausschließlich im Namen der Schwester, ja. Ich habe also heute auch im Bundesverfassungsgericht von ihr eine kurze Botschaft an den Senat verlesen. Ich würde sie ganz gern mal ganz kurz im Ausschnitt zitieren. Mhm, gern. Ja, sie hat dann also gesagt, dem Senat die umgekehrte Frage, wird der Angeklagte verurteilt, heißt für mich auch weiterhin mit Ungewissheit zu leben und diese auszuhalten. Dabei ist auch 40 Jahre später der tiefe Schmerz nicht weniger geworden. Und ich kann sagen, dass Zeit keinen Frieden im Herzen schafft. Das heißt, da macht sie eigentlich einen Vergleich auf. Sie sagt, wenn es bislang einen Rechtsfrieden für den Freigesprochenen geben soll, bedeutet das für die Hinterbliebene, für die Angehörige, einen andauernden Unfrieden, weil sie trotz bestehender Indizien, um mal nicht zu sagen Beweise, damit leben muss, dass es keine Verurteilung geben muss. Das war auch Gegenstand der Hauptverhandlung heute beim Bundesverfassungsgericht. Was muss der Beschuldigte, der Freigesprochene aushalten und was müssen die Opfer aushalten? Das Bundesverfassungsgericht hat ja jetzt eine Rechtsprechung, die sagt, das Opfer hat ein Recht auf effektive Strafverfolgung. Und da war also zum Beispiel sehr streitig, ob dieser Fall hier jetzt darunter einzuordnen ist, was für die verfassungsrechtliche Beurteilung möglicherweise von Bedeutung ist. Ich bin kein Jurist. Rein menschlich kann ich das total nachvollziehen, dass man sagt, man muss das schon aufwägen. Da soll einem Menschen ein Rechtsfrieden gegeben werden, aber den Opfern oder den Hinterbliebenen muss ja auch irgendein Anrecht auf einen Frieden, auf einen inneren Frieden bereitgehalten werden, wenigstens. Aber viele Juristen sagen, dieser Rechtsgrundsatz, der ist 2000 Jahre alt, der gilt für die allermeisten Demokratien, der wird nicht fallen. Die sind sich sicher, dass letztlich das Bundesverfassungsgericht zur alten Regelung zurückkehren wird. Was sagen Sie? Das glaube ich nicht, nein, das glaube ich nicht. Also man kann natürlich nicht sagen, zu welcher Entscheidung das Bundesverfassungsgericht kommen wird. Das war also eine 6-stündige intensive Diskussion. Also ich persönlich vorher beim Bundesgerichtshof habe, also der hat intensive Verhandlungen nie erlebt, nicht? Mhm. Es ging ja auch darum jetzt, wie nah will man der Wahrheit kommen? Wenn man einen solchen Fall wieder aufleben lässt, dann kann man mit besseren Beweismitteln ja der Wahrheit ein Stück näher kommen als bisher. Soll das, weil das ja auch die effektive Strafverfolgung für die Allgemeinheit, für den Staat wichtig ist. Wir verzichten ja alle darauf, unser eigenes Recht in die Hand zu nehmen. Hans von Möhmann hat ja die Frage ausdrücklich verneint, mhm, nicht? Und jetzt geht es darum, dass darauf verzichten wir, weil wir darauf vertrauen, dass der Staat das für uns tut. Ganz, ganz, wirklich kurz zum Schluss. Wenn es am Ende so wäre, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, es darf ein erneutes Verfahren trotz Freispruch geben, aber nur zukünftig für neue Fälle und nicht mehr rückwirkend, also nicht mehr im Fall von Möhlmann, wäre das trotzdem ein Erfolg in Ihren Augen? Nein. Dann bin ich gespannt, wie das ausgeht. Und ich habe das Gefühl, Herr Dr. Schädler, dass wir uns nicht das letzte Mal heute gesprochen werden, weil das Verfahren vom Bundesverfassungsgericht wird jetzt einige Wochen laufen. Und ich bin wirklich irre gespannt, wie das ausgeht. Ja. Danke Ihnen, dass wir das über Jahre schon an Ihrer Seite begleiten durften. Vielen Dank fürs Hiersein, Dr. Schädler.